geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel. Folgendes: Tattoos entfernt, und zwar Miguel Pablo. Ich habe ja gesagt, da bleiben wir am Ball mit der Tattoo-Entfernung. Ich bin gespannt. Vielleicht erzählt uns ja die Ärztin jetzt hier ein bisschen mehr in dem Video. Das einzige Problem, was wir jetzt hier haben, ist, das Video geht am Anacoyum 17 Minuten und 40 Sekunden. Ey, das, wenn ich dazu quatschen werde, kommen wir hier wieder auf eine Dreiviertelstunde. Das heißt, ich muss das hier irgendwie splitten oder gegebenenfalls irgendwie nach vorne schwulen, sodass wir immer sehen, wo wieder gequatscht wird. Wo gequatscht wird. Eben nicht, wo nicht gequatscht wird, sondern wo wir wieder sehen, wo es wirklich um das Tattoo geht. Ne? Ich glaube, das machen wir diesmal so. Ist einfach besser, dann haben wir eine kürzere Version davon, weil 45 Minuten guckt sich kein Arsch an. So, gucken wir mal rein. Was geht? Ich bin Miguel Pablo und willkommen. Okay, gut, ich merke gerade, er quatscht. Warte, er quatscht. Bleibt einfach am Ball. So, zack, hier kommt er rein. Da, guck mal, direkt, zack, machen wir weiter. So, kommt rein. Hi. Hi. Einmal nach vorne vielleicht, einmal Platz nehmen. Genau. Dann kann ich dich gleich schon einstehen. Gleich mal sitzen. Also, er war jetzt schon einmal da. Ich finde, die Tattoos sind nicht ein bisschen verblasst. Geil. Aber das ist auch eine Kamera, ja? Also ich sehe das ja nicht in echt. So, wie war es nach der ersten Behandlung? Eigentlich gut. Danach hatte ich so eine kleine Wunde hier. Ja, das ist normal. Das ist also normal, wenn dein Tattoo gelasert wird, dass du danach eine kleine Wunde hast. Eine kleine Wunde meint er ja, glaube ich, sowas wie eine Brandblase oder sowas, oder? Also es ist normal anscheinend. Ich kenne mich damit null aus mit Tattoo-Entfernung. Würde aber so jetzt sagen, ist es nicht normal. Aber beim Tätowieren, klar, hast du hier und da vielleicht auch mal eine Wunde, also etwas mehr als nur irgendwie, dass es halt brennt. Das kann natürlich auch sein. Aber ist das normal? Ich habe keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall schon sehr gut aus. Man sieht, dass du hier und da. Hat er nicht gesagt, er benutzt keine Creme mehr? Das ist doch so eine Betäubungscreme, das hat die Emler-Salbe, jetzt weiß ich es. Die wusste ich übrigens schon vorher, wie die heißt, bloß ich bin nicht auf den Namen gekommen, weil wir sie hier nicht benutzen. Aber wir haben sie auch da im Kühlschrank, aber wir benutzen sie nicht, weil wir der Meinung sind, die Leute müssen sich ihre Tattoos verdienen! So, weiter geht's. Macke. Kleine Schatten sich gebildet haben, das heißt, dass eben Farbe gut abgebaut hat. Mhm. Oh, die Creme brennt hier ein bisschen, weil ich habe mich beim Rasieren hier geschnitten. Aber egal, dann desinfiziert es jetzt. Durch. Du hast doch nicht mal einen Bart. Ich muss hier die paar Stöpsel rasieren. So, das ist die Folie, die erstmal drauf kommt, damit die Salbe. Was hat der da eigentlich im Haar? Der hat doch eigentlich kurze Haare, oder? Jetzt musst du wieder gut eine halbe Stunde vielleicht warten, ne? Auf die Erstbehandlung 20%, wenn ihr von mir kommt, Leute. So. Kann ich den Kaffee anbieten? Gerne. Deswegen bin ich hier. Der Kaffee ist mir wichtiger als die Behandlung. Milch oder Zucker? Milch und Zucker. Ich bin ein ganz Süßer. Ich bin Süßer, etwas Süßes. Alter, was laut! Die werden dir Tattoos einfach fehlen, ne? Ja, die Tattoos werden mir ehrlich fehlen. Also, ich glaube, es wird. Aber wenn dir die Tattoos fehlen, wieso machst du die dann weg? Verstehe ich nicht. Es wird angenehm auf einer Seite sein und befreiend, aber auf der anderen Seite werde ich das, glaube ich, schon vermissen. Ich finde sie jetzt nicht ganz so schlimm, aber mich stört es einfach, so mein altes Gesicht nicht mehr zu haben. So. Voll mit dem Braid passt das, ne? Also, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, lieber Miguel. Ich finde, mit Tattoos siehst du tausendmal besser aus. Also auch platziert hier unter dem Auge, überkrass. Also gerade jetzt auch mit diesen Haaren, mit dem Stirnband, hat was richtig, hat einfach so ein Ami-Slang. Also finde ich überkrass. Naja, jetzt sind sie bald weg. Ja, vor allem, ja, genau, mit den Braids passen die Gesichtstattoos eigentlich voll gut, weil jetzt sehe ich aus wie so. Okay, Braids heißen die. Ich hätte jetzt einfach Dreads gesagt. So ein Gangster-Rapper. Schmecken? Finde ich auch einen? Oh ja, ich würde auch gerne einen nehmen. Ich bin wirklich nur für den Kaffee gekommen. Auf schwarz. Nein, für mich schwarz. Ne? Auf schwarz. Ja. Tide trinkt den ganz schwarz. So, jetzt machen wir hier erstmal. Hi. Hi.
zum Verhalt letztes Mal noch der Hand? Ja, also es war erstmal, also hier hatte ich so eine kleine Wunde. Das habe ich gesehen in deinem Video. Wie gesagt, dein Tattoo, grundsätzlich kann es nach 6 Behandlungen auch vollständig. Das habe ich gesehen in deinem Video, es hat sich reingezogen oder was? Achso, jetzt zeigt uns hier gerade die Lady. Das quasi nach 6 Behandlungen hat sie gerade gesagt, das ist so. Entfernt werden. Das sind also wirklich diese, das kleineren Tattoos, die nicht so tief gestochen sind. Viele haben mich auch... Die nicht so tief gestochen sind. Okay. Frag, ob das Tattoo ganz weggeht. Hier seht ihr Beispiele. Mhm. Es ist wirklich komplett weg, aber nur wenn es gut gestochen ist, hat Helene gesagt. Genau, also wenn es wirklich sehr, sehr, sehr tief gestochen... Wenn es vernarbt ist, dann ist es klar, dass es nicht ganz weggeht, weil es ist eine Narbe dann und es ist dann immer noch erkennbar wegen... den Outlines zum Beispiel, bei dem Pferd jetzt zum Beispiel, wenn da am Kopf die Linie so tief gestochen wurde, dann ist es klar, dass immer noch der Abdruck davon da ist, das ist logisch. Aber in der Regel ist es ja beim Tätowierer, wenn du hingehst, ist es ja nicht so der Fall. Gestochen ist, können... Es sei denn jetzt, du hast eine übelst falsche Pflege angewendet und immer so weiter und so fort. Mal, ja, Pigmentveränderungen übrig bleiben oder eben kleine Schatten können übrig bleiben. Aber grundsätzlich lässt sich schwarzes Tattoo sehr gut entfernen und hier sieht man so Veränderungen, die eben übrig bleiben. Okay, jetzt hier kann man jetzt mal sehen, dass es... Ich finde, das ist jetzt noch da, aber nicht die Farbe, sondern an sich die Form, ne? Also wahrscheinlich wegen, weil es vernarbt ist oder so. Können, das ist also wirklich bei Sonneneinstrahlung eben, hat sich die Haut verändert. Aber grundsätzlich können wir so gut wie jede Art von Tattoos entfernen, auch ganz genau die Linien. Hier sieht man die Sonne noch quasi komplett und die Linien sind eben, dieses Tribal da ist verschwunden, ist eben vollständig entfernt. Das ist ein Zwischenergebnis, also so sieht es wahrscheinlich nach 2, 3 Behandlungen bei Miguel auch aus. Genau. Was ist denn mit der Kamera los, Mann? Boah, macht mich ja voll aggressiv. Ja, so ganz viele verschiedene. Auch hier sieht man so ein bisschen... Das ist so schlimme Tattoos. Ja. Oh mein Gott, so peinlich, Mann. Also bei mir, ich bin noch ganz gut dran so. Aber ja, das würde ich auch sagen, genau. Ich hasse ja, wenn Menschen immer so von vornherein schon so eingestellt sind, dass Tattoos das Allerschlimmste sind auf diesem Planeten und überhaupt gar keine Ahnung haben. Zum Beispiel alleine, dass da Metall drin ist, so wie immer alle das sagen, auch alle beim MRT. So die Ärzte so, mein Gott, Sie müssen aber bitte prüfen und wie alt ist denn das Tattoo? Weil wenn da Metalle drin sind, dann kann es ganz heiß werden. Die Zeit ist vorbei. Wenn du Farbe hast mit einem europäischen Etikett, dann ist da kein Metall drin, meine lieben Damen und Herren. Das ist absoluter Blödsinn und ja... Ich habe schon das Gefühl, das ist so eine, die hasst Tattoos. Ja, ganz oft entfernen wir eben chinesische Zeichen. Ex-Mann, Ex-Frau ganz oft. Also wirklich, ich hab letztens in Kassel einen Kunden gehabt, der hatte am Gesäß Michelle sich tätowieren lassen, als er 18 war. Und jetzt mittlerweile gibt es natürlich die Michelle nicht. Ich glaube, die darf das jetzt auch gar nicht mehr praktizieren, oder? Oder ist das eine richtige Ärztin? Weil ich habe auch gehört, irgendwie gibt es ein neues... neue Rechte quasi, also neues Gesetz, dass irgendwie das nur noch Doktoren oder irgendwie sowas durchführen dürfen. Irgendwie so war das. Entweder man sucht sich eine neue Michelle oder man lässt es eben bleiben und entfernt sich. Ja, also wirklich, da ist alles dabei. Genau. Also in ihrem Buch, muss ich auch sagen, ist aber auch sehr viel Müll wiederzufinden, ja, wirklich nur Müll-Tattoos. Also wir reden hier nicht mehr von einem richtig starken, geilen Tattoo, wir reden hier wirklich nur von absolut obersten Müll und alles aus der Zeit, was heutzutage ich zum Beispiel covern muss. Weil das, was die Dame da macht, mache ich im Endeffekt auch. Und zwar, ich entferne nicht die Tattoos, sondern ich cover sie. Und das, was ich jetzt alles gerade da drin gesehen habe, außer, glaube ich, ein Bild, wo so ein Mannequin drauf war, ist alles absoluter Müll, was ich hier auch ständig habe. Ja? Weil die einfach, das hat halt nichts damit zu tun, dass das jetzt irgendwie Müll ist, schon immer gewesen, sondern es war halt früher mal in und die Zeit hat sich halt einfach geändert. Und jetzt ist es so, jetzt wollen wir keine japanischen Zeichen mehr, wir wollen keine Arschgeweihe mehr, wir wollen keine Lotusblumen mit irgendwelchen Linien, sondern wir wollen jetzt alles so möglich wie echt haben und kleiner und oder halt einfach ein bisschen eine bessere Form mit reinbringen oder halt mit ja, irgendwelchen Mandalas und sowas, das ist jetzt halt alles gerade in. Oder realistische Tattoos oder ja. Es kommt halt immer darauf an, wie du demjenigen das übermittelst und sagst, was er doch am besten haben sollte, was er nicht bereuen kann. Und wenn natürlich Leute Tätowierer sind, wo derjenige reinkommt und sagt, ja, ich hätte gerne noch ein Tribal,
Und der Tätowierer sagt, ja, let's go, setz dich hin, ich tätowiere das, weil ich einfach nur dein Geld haben will. Dann bist du da falsch, geh da raus aus diesem Laden, das hat keinen Sinn. Du musst zu einem Tätowierer gehen, der dich dann perfekt beraten kann, damit er dir zeigen kann, was richtig und was falsch ist. Ja, ganz einfach. Auch für die Damen, die ja auch ganz oft sich ein Permanent-Make-up stechen lassen. Also ich kann wirklich nur sagen, da ist nur Müll drin bis jetzt. Nur Müll, kein krasses Tattoo gewesen. Auch da helfen wir in der... Ich glaube, eins, die Maria oder was das war. Das war das Einzige, glaube ich, was gut war. Notwendig. Also gut im Sinne von, was man nicht bereuen könnte, ja. Aber gestochen, das kann ich ja so nicht beurteilen. So eine Körperverletzung stattgefunden hat, sage ich immer. Weil eben auch Permanent-Make-up kann nicht schön aussehen oder verschiedene Schatten, die da noch, können wir ganz oft schon nachhelfen. Oder wenn jemand eben ein neues Permanent-Make-up stechen möchte. Ja. Und braucht eben nur eine Aufhellung. Mhm. Ja, ja, genau. Cool, für ledig. Ja, also wie gesagt, Helene hat gesagt, 6 Sitzungen, aber vielleicht könnte es noch 1 Sitzung länger dauern, wenn es noch nicht ganz weg ist. Und es sind kleine Tattoos, deswegen nur 6 Sitzungen. Und die sind halt nicht so tief gestochen, also professionell gestochen. Wenn ihr jetzt ein Knast-Tattoo habt oder so, oder von einem Freund was tätowiert habt, und das ist dann meistens tiefer tätowiert, und das kriegt man dann vielleicht nicht ganz weg. Und wenn ihr größere Tattoos habt, braucht ihr dann teilweise 8 Sitzungen. Also einfach nur mal so zur Info für die, die es interessiert. Jemand hat dich kommentiert. Wieso macht der mal so? Justin, ne? Ja, Justin hat darauf reagiert. Aber sie weiß... Justin, genau. Reaktionsboss. Der Reaktionsboss, ja. Genau. Ja, der hat darauf reagiert. Ja. Genau, mein Sohn, der hat mir das dann auch sofort... Kommen die Leute von Justin zu dir alle? Ich fand seine Reaktion ganz cool. Also, der hat ja nichts Negatives gesagt. Ist ja auch ganz interessant. Ja, genau. Ja. Sehr witzig. Da hat er allerdings recht, das ist wirklich verdammt interessant, was hier passiert. Auf jeden Fall. Was ihr alle so treibt. Und deine Follower haben also abgestimmt, dass du jetzt mit Betäubung wieder behandelt wirst. War ja letztes Mal so, dass du gesagt hast, mit oder ohne? Ja, anscheinend. Ja, Mann, ich hab das nicht gedacht. Ich hab das in diesem Video auch gesagt. Ich habe gesagt, ich mache das dann nächste oder übernächste ohne. Vielleicht auch erst bei der letzten, damit ich es spannend mache. Ja, ja. Aber ich habe gesagt, diesmal will ich es kürzer einwirken lassen und einfach mal gucken, wie es jetzt wird. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß auf jeden Fall, letztes Mal haben wir es eine halbe Stunde gemacht. Jetzt sind, glaube ich, ist mindestens eine Viertelstunde vergangen. Ja, machen wir noch 5 Minuten und dann, damit du ein bisschen lang. Machen wir noch 2 Minuten, dann damit es noch mehr weh tut. Ja. Beim letzten Mal, wenn das Tattoo fast nicht mehr sichtbar ist, ist es auch nicht so schmerzhaft. Mhm. Du musst es nämlich so vorstellen, dass eben schwarze Pigmente werden durch das Laserlicht erkannt und eben aufgesprengt. Und je dunkler das Tattoo, umso schmerzhafter ist. Ah, okay, alles klar. Ach so, okay. Genau, und je heller das Tattoo, umso weniger schmerzhaft wird das. Okay, okay. Genau. Ja. Und meinst du, es war jetzt nicht dunkel? Oder? Doch, es war sehr dunkel, deswegen hättest du wirklich... Ja klar, es wurde auch mit einer Leine gestochen und mit einer Leine, da der Punkt, an der Nadel quasi, der ist ja so... klein und komprimiert, sticht natürlich, also das ist der, was damit sagen will, ist der, das schwärzeste, man, ihr wisst schon, was ich meine, mit einer Liner ist es am dunkelsten, so ganz einfach jetzt ausgedrückt, ist einfach so. Schmerzen gehabt, es ist also im Gesicht wirklich schmerzhaft. Weil der Schwarzton quasi alles auf einen Punkt quasi gebracht wird, deswegen ist das am... Deswegen sieht auch, wenn du halt einen Schriftzug hast, also immer so knallschwarz aus. Das will ich euch damit gerade sagen. Mann, Alter, ich habe bis schon das zweite Video wieder an meinem Tag, deswegen. Und eine Tagessitzung habe ich auch schon hinter mir. Okay, okay. Also meinst du, ohne Betäubung wird mich umbringen? Du kannst ja mal ausprobieren. Das würde ich nicht sagen. Mach ich ja, mach ich ja. Also ich stehe zu meinem Wort, ich mache das ehrlich. Ja. Bei der letzten Sitzung, glaube ich. Ich glaube, bei der letzten Sitzung als Finale. Ich schon mal, aber wenn ich es nicht aushalte, dann breche ich mich ab und ich mache Betäubungstempo. Dann machen wir ein neues Video, ne? Das geht sehr schnell. Das wirst du durchhalten. Du kriegst wieder die Stressbälle. Ja. Ja, ich hoffe, weil ich bin echt, so obwohl ich mir das gemacht habe, bin ich schmerzempfindlich. So. Viele glauben mir das nicht. Wie war das denn beim Stechen? War das sehr schmerzhaft? Um ehrlich zu sein,
Ja, war schon schmerzhaft. Ich habe parallel ein Musikvideo gedreht und ich dachte so, ich muss das überspielen. Mhm. Und ich habe nicht so wirklich dran gedacht, aber wenn ich zurückdenke, ja. das hat schon weh. Ja. Mhm. Genau. Und das Entfernen ist meistens etwas schmerzhafter, beziehungsweise es ist ein anderer Schmerz. Mhm. Man kann das aber sehr gut betäuben. Mhm. Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, ich habe es selber noch nicht gehabt, aber von vielen schon gehört und gesehen. Das soll ja halt ein anderer Schmerz sein. Ne? Und deswegen sagt man sich auch schon von vornherein, oh Gott, das tut doller weh, das Weglasern. Aber ich denke nur wirklich, weil man weiß, so, das ist nicht wie das Tätowieren. Das ist halt ein anderer Schmerzfaktor. Also, wenn jemand ein Tattoo hat, sage ich mal, am Unterarm oder Handgelenk, ist es mit am schmerzhaftesten oder eben am Knöchel. Das kann man eben sehr gut betäuben durch die Salbe. Ja. Das hat mit der Wirkung an sich nichts zu tun. Es wird einfach nur betäubend, also oberflächenbetäubende Salbe. Mhm. Ja, also ich muss sagen, diese Betäubungscreme wirkt Wunder. So ist echt krass. Super, dann sind die 2 Minuten rum. Ja, jetzt geht's los. Diesmal kürzere Betäubung, ungefähr halb so lang. Einfach mal, um so das Selbstexperiment zu machen, ob es weh tut. Oder, ja, ich sag euch, ab welchem Punkt es weh tut. Beim nächsten Mal machen wir noch kürzer drauf. Bei der letzten Sitzung mache ich so einen Kamp komplett ohne Creme. Aber nur, wenn ihr jetzt einen Daumen nach oben gibt, ihr wisst Bescheid. Super, wild. Wie angespannt das schon wieder ist, geil. Okay, ich bin gespannt. Beim letzten Mal hat die Betäubungscreme halt 15 Minuten länger gewirkt. Man sieht, dass das schon ein bisschen betäubt ist an den weißen Stellen und Tattoo herum. Oh mein Gott, wenn es jetzt gleich wehtun wird, Leute, dann müsst ihr alle einen Daumen nach oben geben, ganz wichtig. Du musst eine Schutzbrille aufsetzen. Für euch Zuschauer oder was? So seht ihr es aus dem Geldswelt. Jetzt sehe ich aus wie der Typ von Matrix. Genau. Du siehst aus wie ein Schwimmer. Muss ich die Kugeln ausweichen? Oh. Wo schwimmst du jetzt schon? Oh, ein Schmerzball! Hast du schon Schmerzen? Nein, aber Angst. Es wird jetzt nur gekühlt. So, ich fange hier unten an. Mhm. Gib mal einen Schuss. Ja. Okay? Okay. Oh mein Gott, okay. Ja, Leute. Jetzt merke ich was. Okay. Ich find's immer geil. Ich weiß nicht, Mann, ich bin voll so ein Dingsfreak, ja. Ich hätte es immer toll, wenn andere Schmerzen haben. Warum die Braids haben mehr weh getan? Na ja! Cool, er hat Schmerzen, cool. Jetzt alle Daumen nach oben geben dafür, dass er jetzt Schmerzen hat. Oh ja! Vielleicht. Okay. Du lässt bitte dein Auge zu. Ja. Ich habe das Gefühl, da passiert gar nichts. Okay, geht los. Okay. Yes, Leute. Das macht ja richtig Spaß. Oh mein Gott, ja. Betäubungscreme werde ich sterben, Mann. Letztes Mal bin ich der Meinung gewesen, letztes Mal ist die Haut richtig, war der richtig aufgequollen schon. Ja, da war so richtig schon so erhöht. So, man hat einfach gesehen, dass es so wie verbrannt war. Irgendwie diesmal, finde ich, sieht man gar nichts. Irgendwie, als würde gar nichts passieren. Mann, es ist jetzt schon schlimm. Oh, yes, Digga. Egal. So, ich glaube, wir sind mit dem ersten fertig. Okay, es war viel heftiger als das letzte Mal. So, jetzt einmal die Seite wechseln, genau. Du hast ein Mikrofon. Mhm. Auge zulassen. Mhm. Was passiert eigentlich, wenn sie jetzt so ins Auge lasern würde quasi? Alter, das ist ja, glaube ich, eine Verbrennung sozusagen. Was da wohl passieren würde? Tut's ja noch mehr weh. Ah doch, jetzt erkenne ich den Unterschied. Okay, jetzt kann man es erkennen.
da ist doch was passiert. Alles klar, Digga. Oh, oh mein Gott. Du hast noch zu viel Spaß dabei. Nein, Digga, das macht eigentlich keinen Spaß. Ich überspiel's nur. Okay, ich muss mich konzentrieren. Los, mir lass die Arbeit. Einmal das Auge ein bisschen entspannen. Nein, der leidet. Er leidet auf jeden Fall. Das ist nicht ohne. Also anscheinend kann man noch öfters auf die Hautstelle raufgehen, wo man schon war. Oh, Mama. Ja. Hat sie ja gerade nochmal gemacht. Oh mein Gott, es ist endlich vorbei. Ich fühle mich erlöst. Oh. Und wie war's? Hat man, glaube ich, gehört. Du hast das Kind geboren. Es war krass. Das war krass. Ja, ich hab die Bälle habe ich auf jeden Fall gebraucht. Boah. Oh mein Gott. Yeah. Yeah. Wow. Wow. Oh mein Gott. Boah, ey. Ey, fresh. Guck mal, Leute, es ist fast komplett weg. Cool. Dann jetzt die Salbe noch. Ich mache auf dem Thumbnail, dass die komplett weg sind. Dass die Leute klicken. Ganz drauf. Okay, Leute. Die Betäubungscreme hat diesmal halb so lang gewirkt. Also wir haben sie halb so lang benutzt. Und deswegen, allein das tat schon weh. Nächstes Mal machen wir statt 15 Minuten Betäubungscreme 10 Minuten. Und danach 5 Minuten. Was kannst du sagen? Was war so jetzt der Unterschied? Und danach machen wir ohne Betäubungscreme. Das ist ja dann das 6. Mal. Gut, an dieser Stelle, ich würde sagen, das Video, das war's schon wieder, weil, ja, was wird, warte mal, ich guck mal, vielleicht zeigt er uns noch was. Doch, zu Hause zeigt er uns noch was. Da gehen wir jetzt mal kurz rein. Zack. Und genau, vergesst auf gar keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren. In den nächsten Tagen kommen viele Videos. Lasst einen Daumen nach oben da, haut rein, ciao. Yo Leute, wir sind jetzt zu Hause angekommen und ich zeige euch jetzt, wie meine Tattoos ein paar Stunden danach aussehen. Oh, wie sieht's aus? Wow, shit, bro. Boah, Leute, es juckt auf jeden Fall noch. Wehtun. Ah, oh, es tut so weh, Digga. Au. Oh mein Gott, voll die Wunden. Es ist, ey, dieses Mal, es ist richtig, richtig wund. Ich glaube, weil die Betäubungscreme nicht so lange drauf war, es ist richtig wund. Und es ist so rot und tut auch noch weh, wenn ich es an... Kann ich nicht so richtig sehen, wegen es ist wenig Belichtung da. Auf jeden Fall, ja, das war's. Wir bleiben am Ball bei Miguel und ja, dem Kameramann. An dieser Stelle, bis deine Antenne, lasst ein Däumchen da und abonniert den Channel und aktiviert die Glocke. Haut rein, ciao!